Leute, herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit Ruckel, mit Ares, mit Vergy und den Flummi-Babys. Flummi-Baby. Ah, ich habe keine Munition. Nein. Ich muss unbedingt die Shotgun holen, weil Vergy ja meine hat. Ich will auch Babys mit Shotguns wegknallen. Das hört sich jetzt irgendwie, wenn man es aus dem Kontext weiß, irgendwie Lucy, falsch an. Bist du krank? Ja, weißt du, ich gehe immer so in... Nein, das ist... Nee, komm. Ja. Wie bitte? Nee. Au. Hat's mir den Axt in den Kopf gerappt. Vergy, tu doch auch mal was. West Virginia. Vergy. So. Wisst ihr noch, was wir hier wollten? Warum waren wir eigentlich hier? Ja, wir wollten den... Du wolltest den Golfplatz doch unbedingt anschauen. Ach, der Golfplatz. Wir müssen sowieso um den Berg kommen. Ich glaube, wir waren in diesem einen Bunker-Ding und kamen da ja mit der Keycard nicht weiter. Und wir wollten ja noch mal in den ersten Bunker, wo wir diesen Drucker gefunden hatten, weil Ares meinte, da geht's noch mal weiter. Mhm. Ich glaube, das war unser Ziel. Ah, ja, stimmt. Das Ding ist, wo haben wir eigentlich unsere Timmy Hawks gelassen? Auf der Karte sind die irgendwie oben. Genau. Und wir hatten... Hoffentlich sind das jetzt noch genug. Ich hoff's. Ich kann jetzt ja auch Timmy Hawken. Yeah, Timmy Hawk! Wir hatten auch noch, wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja diese Höhle an dem großen See und dahinter war ja dann dieses Riesengewölbe. Mhm. Diese Riesenanlage, wo dann auch das Raumschiff und sowas war. Und wir hatten irgendwie vor dem See, da hatte Ares auch nochmal einen Eingang gefunden, der nicht markiert war. In den wollten wir uns auch nochmal. Oder einen Ausgang, genau. Wir hatten ja vermutet, dass die Höhle da rauskommt, aber das ist sie ja dann irgendwie nicht. Da wollten wir, glaube ich, auch nochmal gucken. Oh, er ist tot. So, also ich habe hier einen Timmy Hawk, aber hier ist irgendwie nur ein anderer. Ja, ich glaube, unsere ursprünglichen Timmy Hawks müssten halt vor der großen Höhle liegen. Oh. Gehe ich mal von aus. Ja, das kann sein. Ares, ist schon in Ordnung, dass du mich umfährst. Die Rüstung sieht einfach auch scheiße aus. Also, hier sind echt so ein paar Leute. Vergy, mach sie kaputt. Die ist so scheiße, du kriegst, wenn du die trägst, noch mehr Schaden. Ja, genau. Stirb doch mal. Du kriegst einfach nur Schaden, dass du sie anhast. Ja. Du kriegst durch die Rüstung Schaden. Ja, genau. Herzlich willkommen zurück zu Fronten der Goldrüstung. Hm? Sie ist so scheiße. Herr Vergy, hält mir doch nicht die Pistole in den Kopf, Mädchen. Okay, einer, also wenn ihr wollt, könnt ihr auch beide Timmy Hawk, dann nehme ich das Golfkart. Ich weiß nicht, ob ich so gut damit bin. Ich kann es versuchen. Ach klar. Ich habe ja die hohe Kunst jetzt, gelernt, sage ich jetzt mal. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Oh ne, hier sind drei Timmy Hawks. Alles cool. Das ist gut. Da dupliziert den Shit, oder was? Hm. Wisst ihr noch, welches Ausrufezeichen die Shotgun war? Die Shotgun. Shotgun war irgendwo am Rand. Weiß nicht, ob es eins... Da hinten ist auch noch von mir eins markiert, wo man graben konnte, aber da wird wahrscheinlich da Besonderes. Wird vermutlich auch nicht. Genau, dann ist das unser markiertes. Dann müsste es weiter in die Richtung sein. Ist nicht die am Strand da, oder? Also hier, wenn ihr jetzt quasi hochguckt. Die am nächsten dran ist. Die am nächsten dran ist. Das ist die, Ausrufezeichen. Du hast Ares, ne? Also die wird dir angezeigt? Genau. Dann ist das unsere. Weil Ares hat ja die anderen Ausrufezeichen nicht mehr, weil er Host ist. Genau. Mhm, okay. Also wird es eins von den anderen da hinten sein. Gehen wir in die Richtung um den Berg rum oder die andere Richtung? Ich weiß gar nicht, wo wir hergekommen sind. Wobei? Würde ich sagen, links rum, oder? Wenn wir jetzt auf den Berg gucken. Stimmt, wir sind ja näher an unserem Camp dran. Ich dachte, wir wären noch nicht wieder in Richtung unseres Camps gegangen, aber anscheinend schon. Stimmt, wir wollen ja da vorne zu dem GPS-Ding. Ursprünglich. Ja. War ja unser Ziel. Hier, dann düsen wir da mal hin. Ist hier noch gefroren? Das ist natürlich geil, ne? Man kann jetzt mit Timmy Hawk auch über die zugefrorenen Seen. Das wäre so geil, wenn du jetzt einbrichst einfach. Ja, genau, jetzt kommt der Frühling. Ja, schmilzen sofort. Ja. Okay. Ich hab ja zwischendurch nochmal so ein bisschen bei Gronkh reingeguckt und bei ihm war Kelvin unter dem Eis eingeschlossen, weil es dann halt Winter wurde und dann halt einfach die Eisdecke über ihm war. Geil. Ich da gehört er hin, der Kelvin. Nein! Au!
und Ares fährt einfach weiter, anstatt mir hochzuhelfen ja, oder so. Er lacht sich einfach aus. Das ist schon aus. Okay, Ares. Ja. Ich muss hier erst mal wieder gucken, dass ich das alles hier hinkriege. Tiny Hawk. Au, ich bin schon wieder hingefallen. Was ist denn jetzt? Ah, ich steck fest. Ja, ich. Unsere Hautrüstung hat sich verhakt ineinander. Ihr haltet euch an den Händen, aber nicht an euren eigenen. Genau. Okay. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Yo. Au! Die Folge geht wie lang schon? Ich bin schon dreimal hingefallen. Wo ist mein Timmy Hawk? Wo ist mein Timmy Hawk? Luz und ich, wir haben offscreen schon besprochen. Wir haben ja 4 von 6 Artefaktteile. Und wenn wir alle 6 Artefaktteile haben, dann haben wir ein ganzes Artefakt und da kommt dann Timmy raus. Wo fahrt gekrochen. Ihr eigentlich hin? Und ja, wo fahren wir eigentlich hin, Ares? Fahrt ihr nach? Achso, ich habe keine. Weiß nicht, wo wir hinfahren. Achso. Hilfe dir ja gut. Wovon ja, soll also ich denn jetzt? Ja, dann kommen wir zurück. Warte. Oh. Ja, jedenfalls kommt da Timmy rausgekrochen und er ist eigentlich der richtige Timmy Hawk so und fährt auf dem Artefakt einfach doppelt so schnell wie wir über die Insel und übers Wasser. Er fliegt. Na, wir haben so ein bisschen überlegt, was könnte passieren, wenn wir alle Artefaktteile zusammen haben. Ares, was ist deine Theorie? Vielleicht können wir dann die Eingeborenen auch verwandeln wie die Mutanten. Oder so. Machen einfach alles nur schlimmer. Genau. Vielleicht können wir es essen. Genau, dann kommt er am Ende formt, dass es sich einfach zu so einem Döner. Genau. Der Artefakt-Döner. Ne. Ah, das mit Zwiebeln kann ich nicht. Der Dönerfakt. Dönerfakt. Schön mit eingeborenem Fleisch. Knuspriger. Das Gute von Mühlenhof. Oh Gott! Timmy Hawk! Au! Das hat geknackst. Das waren meine Beine. Alles gebrochen hier schon. Timmy Hawk? Was ist hier los? Hä? Wo ist das Timmy Hawk? Nein! Es ist fort. Hier beim Hubschrauber ist noch irgendwie eine Höhle. Ist das irgendwie. Da können wir auch nochmal gucken, die haben wir noch nicht markiert. Dass wir da. Hier einfach ein Arsch aus dem Schnee rausschaut. Finger Philipp! Siehst du? Was? Was? Ich hab Finger Philipp gesehen, bist du? Das ist so ein Timmy Hawk Abstellplatz. Genau, ist so auf. Timmy Hawk. Oh. Warte, ich park den Ball. Timmy Hawk. So. Steht aber auch fest drin, Junge. Also, ja, gell. Guck mal, ich kann den nicht rumrennen. Wenn ich dagegen renne. Doch, bisschen. Gut. Ja, er kneift die Backen zusammen. Der lebt noch. Habt ihr Finger Philipp gefunden? Der. Nee, hier liegt einfach nur so ein. Ah, okay, nee, weil unterwegs Kannibalenarsch. Ich hab so einen Finger Philipp gesehen. Ja. Aber wenn der zugekniffen einfriert, dann ist der ja permanent gekniffen. Oh! Da ist ja wirklich einer. Ja, so riecht er. Ja. Ihr gute Finger. Die Einradkontrolle hier. Ja. Ich gönne mir mal eben so eine Dose Katzenfutter so lange. Hier waren wir. Alter! Ich höre irgendwas Böses, während ich im Inventar bin. Ja, komm ich lieber raus. Ich werde gerade voll gehauen. Ich kann die jetzt gerade. Ich hätte mir 2 Rüstungen gezogen, wenn ich da drin war. Boah. Alter, Phil! Philly! Ich hab mich angespritzt. Sollen wir ihn ausweiden? Los, kommen wir heute in ihn. Okay. Oh. Hab ich das vermisst, Junge. Was in Eingeweiden rumzuwühlen. Ja. Ja. Ich muss da irgendwie immer an Walking Dead denken, wenn die dann da irgendwie so einen Toten da aufschlitzen und sich dann mit den Eingeweiden einreiben. Ja, können wir auch mal probieren. Gucken gehen. Was hier so noch an Tauchstellen vielleicht drin ist. Du siehst so wunderschön aus. Ist eigentlich irgendjemand der Opa? Ich glaube nicht, ne? Leider nicht. Im Spiel? Wie sehe ich im Spiel aus? Ach so. Genau so. Ach so. Genau. Ich sehe. Ich trage in echt auch so einen riesigen. Ja.
Cosplay ist gerade dein Charakter in Wirklichkeit. Wie viel Fleisch liegt hier? Bastian. Deliziös. Weißverschluss zu. Ja. Hier liegt. Schon wieder zu viel Fleisch für uns alle hier. So. Knusper, knusper, Knäuschen. Ein bisschen Katzenfutter wieder schnabulieren. Ich würde da echt gern E gedrückt halten und dann sofort öffnen, aber irgendwie. Das kommt geht leider nicht. Zink, zink. Es geht nicht, es geht zu weit. Ja. Das wäre zu viel des Guten. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Das Spiel ist schon nahezu perfekt. Genau. So. Wieso sind da neue Gegner? Hier waren wir doch schon mal drin. Aber ist das nicht eine ganz alte Höhle hier? Ja, das ist eine ganz alte Höhle. Aber hier ist irgendwie wieder ein neuer Gegner. Das ist so ein Voldemort. Ganz viele, da sind noch mehr da vorne. Achtung, sie kommen. Hör auf zu jodeln, Junge. Nicht zu jodeln. Nick, Achtung, sie kommen. Ist nicht, ihr Penner, ist nicht. Achtung, oh Gott, geht weg. Verreckt dran! Ah. Achtung! Ah. Oh. Mag meine Sprengpfeile. Sprengpfeile sind gut, ja. Ja, die sind echt nice. Au! Hier steht sogar noch unser Zelt. Oh, nice. Die zwei Stöcke. Ja. Unverwüstbar. Ja, die haben da drin gewohnt, die haben das einfach übernommen. Ja. Oder ist noch einer? Oh Gott! Die ist mir ins Gesicht gesprungen. Mit ihrem nackten Hintern. Ich hab's gesehen. Die hat dir so ins Gesicht gefasst. Ja. Das ist aber, das ist halt so, die sehen halt nichts und die müssen dann erstmal bei uns so ins Gesicht fassen, um zu gucken. Also die drücken in unsere Augen und gucken, ob wir noch Augen haben. Daran merken die, ob wir Gegner sind. Ich wollte gerade gleich also einen ähnlichen Witz machen mit, die sind ja blind und die wollen eigentlich nur unser Gesicht abtasten, weil sie so halt uns erkennen, so wer wir sind oder sowas. Und wir hauen denen einfach die Axt in den Kopf. Ja, ich hatte auch schon ein paar Mal Finger von denen im Mund. Oh Gott. Aber hier war nichts zum Tauchen, ne? Das war einfach nur so flaches Wasser, glaube ich. Ja, hier kann man tauchen. Oh, hier ist wirklich ein bisschen tiefer, aber nein. Aber nicht hier so kann man nicht tauchen. Stille Wasser sind tief. Hier ging's lang. Ich glaube, das war der einzige Weg, oder? Ja. Bei euch? Ich glaube. Hier geht's nicht lang, okay. Guck mal hier. Ich glaube, hier haben wir zum ersten Mal den Mr. Huba Buba. Ja, und hier Mr. war auch das erste Mal Finger Philip und hier Fred und George. Stimmt, hier war Mr. Huba Buba drin. Ja. Wurde in den Kommentaren gefragt, ob Huba Buba auch laufen kann. Wir haben es ja noch nicht richtig gesehen, aber einmal ist ja ein Huba Buba Dude an so einem. Ja. Ne, an so einem Loch vorbeigelaufen. Mhm. Wahrscheinlich. Ich sag euch, gnade uns Gott, wenn Huba Buba aus der Spalte rauskommt, dann. Ui. Ja, echt mal. Oh, oh. Dann bubbert der über unser Lager, aber. Verteilt Mann, überall seinen Schmand. Granaten? Ich will Granaten werfen. Haben wir genug von dem Zeug. Aber wie die hier Musik laufen haben, auch geil. Stellen wir hier eine Party, oder was? Au! Ich hab gerade gesagt, ich werfe eine Granate! Scheiße! Verdammt! Lucy! Lucy! Wir hatten das! Ja, wenn es. Oh Gott! Wenn es kein Dynamit gibt. Ah, ich bin gefangen! Nein, geh weg! Oh Gott, Philipp! Philharmonie-Philipp! Ja, Leute, das ist nur so eine Filler-Episode heute. Ja, genau. Mit der Musik dabei, ey. Hier sind zwei von denen. Oh, krass, ey. 4, 5 Schläge von unserer neuen Axt und Finger Philipp ist down. Ja, also die hier auch. Ich habe doch zwei hier von denen weggemacht. Von den Voldemort-Dudes. Aber gut, ist auch schon viel Rüstung verloren gegangen. So, wo ist denn der? Können wir uns Rüstung holen? Wo habe ich denn den? Der lag doch hier irgendwo. Hier. Ganz viele Medikamente. Wo? Wieso lag denn hier noch ein Zettel? Mit? Wo? Was? Hier lag ein Zettel. Warte.
Zettel? Hier kein Zettel. Vielleicht war das einer, den du noch nicht hattest oder so? Ja. Nee. Na, egal. Oh. Ach doch, ich glaube schon, weil wir hatten mal Inventar überprüft und bei dir fehlte, glaube ich, entweder ein Zettel oder irgendwas. Mhm. Egal. So. Und los. Ah. Ja. Herrlich. Wird gleich angeworfen hier. Gleich muckelig warm. Schleimelig warm. Ach nee. Oh nein, passt mal kurz auf mich auf. Ich muss an die Tür. Ja. Mhm. Können ja schon mal so ein bisschen. Ja, stimmt, hier. Hier war das. Finger Philipp! Grüße dich! Ah, und Fred und George sind auch wieder da. Ah! Um! Au! Alter, hier ist richtig was los. Okay. Oh nein! Munition alle! Munition alle! Nicht gut, nicht gut. Alter. Was war das? Hm. Hat irgendwie Krach gemacht da. Aber zu zweit ist schon krass, ne? Also wenn man so... Ja. Ich glaube, da ist noch einer im Boden. Ja, der kommt gleich. Oh ja. Ist hier rausgebuddelt. Ich lebe ja noch. Put. Ja, ich wir haben lebe. Ja schon mal auf dem Weg. Komm her. Oh. Ach, ihr habt Spaß mit Alter, Fred und George. Und Fred und George. Oha. Zwei. Oh. Ziehen die wieder. Ja. Okay, jetzt Rüstung einsammeln. Ja. Fangen wir hier an. Ja. Mhm. Und go. Klack. Klack. Hm. So, dann hier. Was machen die da mit dem... Die umarmen das. Die wickeln sich drumrum. Ja. Okay. Und go. Zack, zack. So, dann war hier noch was, oder? Nee. Hä, wir hatten hier hinten. Ja, okay. Wir haben ja richtig sauber gemacht, Lucy. Hm. Und. Seid ihr alle da? Okay. Das hast du schon abgebrochen. Hat schon in dem Moment gedrückt. Seid ihr alle da? Oh nein! Was hat es denn mit diesen Wandmalereien auf sich? Hier sind noch mehr. Ah, okay. Genau, hat Aris und go. So, als ich nicht da war, habt ihr einfach das genutzt, um einfach mal die Wände zu verschönern. Mhm. Hm. Mit unseren Popeln. Ach so. Wie viele habt ihr getötet? Wie viele sind hier los gewesen? Und go. Aber das heißt, die spawnen halt echt nach, ne? In ja. den Höhlen, wo wir schon waren, nach einer Weile. So. Ist noch einer? Wo ich stehe. Okay. Und go. Zack. Zack. So, dann nochmal anlegen, den Kram hier. Oh, hier ist ein Golfball. Golfball. Wie die schön so rumwabbeln, die Leichen. Ja. Stay out. Mussten wir eigentlich lang? Sinn. Wir hier lang? Ja, ja. Oh, ich sollte mal irgendein Energy trinken. Meine Müdigkeit ist schon wieder so weit unten. Gönn dir. Oh. Hm. Wie sie hier alle hängen. Hast du gerade geschossen? Mhm. Ih, das sind ja Babys. Baby.
Baby born, oh, baby born. Finger, Philipp. Das neue Knorpelbaby ist da. Es keift dich an. Der macht mir ganz schön Schaden, der Boy. Knie nieder. Okay. Und go. So. Zack. So. Ares, kommst du hinterher? Mhm. Gut. Geht ihr auch so? Ich hab schon wieder so... Ja. Halb. Und ich hab die Winterjacke an. Ich glaube ich auch, oder? Ja, und ich friere aber trotzdem irgendwie. Was? Hm. Ich sehe wieder nichts hier. Gibt's denn irgendwie neue Spiele, die ihr, auf die ihr wartet? Außer, also wisst ihr von Spielen, die irgendwie dieses Jahr rauskommen? Gothic Remake? Gothic Remake, GTA 6. Ja, GTA 6 kommt ja nächstes Jahr. Und irgendwas so, wo ihr sagt, oh. Ich überleg gerade. Oh, Achtung. Mhm, ganz schön was los. Also was ich jetzt erst gesehen habe, was ich gar nicht wusste, ich habe einen Trailer gesehen von, wie heißt es, Death Stranding oder so? Mhm. Mhm. Vom zweiten Teil. Ach, da kommt ein zweiter, vom Walking Simulator. Der, Trailer kam schon vor einem Jahr oder so raus, vom zweiten Teil. Ich weiß halt gar nicht, was für dieses Jahr angekündigt ist, ehrlich gesagt. Also ganz allgemein freue ich mich halt auch auf den nächsten Dragon Age Teil, aber ich glaube, da gibt es noch nicht mal irgendwie ein Release. Ja, das noch. Hm. Ich freue mich voll auf Dragon's Dogma 2. Stimmt das nicht? Helldivers 2, da war der erste Teil ja so ein Top-Down. Banishers, kennt ihr das? Dacht mir was, ja. Banishers Ghosts of New Eden heißt es, glaube ich. Da habe ich den Trailer gesehen, das sah auch ganz cool aus. Pass of Exile 2, glaube ich, kommt auch. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr. Ja, da gibt's schon ein paar. Gibt ein paar Teile, sagt er. Mhm. Ja, gönnen wir uns den, Philipp. Und go. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt. Ich glaube Song of Horror oder Songs of Horror. Sagt mir gerade gar nicht. Also sag mir vom Titel her nicht. Ist so, also es ist halt so ein Horrorspiel quasi irgendwie aus der so ein bisschen Vogelperspektive. Mhm. Und es ist auch mit Quicktime und man muss sich verstecken und so. Und das, ich fand die Story so geil. Aber das Spiel kam schon 2018 raus und bis jetzt irgendwie noch nie ein zweiter Teil. Mhm. Also wenn ihr mal ein Horrorspiel spielen wollt, Song of Horror ist wirklich... Ja, das schreibe ich mir jetzt mal direkt auf, bevor ich das vergesse. Kann ich sehr empfehlen. Horror und Quicktime ist ja ganz, ganz nice. Mhm. Und ist aber auch nicht zu krasser Horror. Also ist ja, jetzt das nicht ist so auch übelst, wichtig. Genau, also das ist jetzt nicht so, dass du dich alle zwei Minuten erschreckst, sondern ist einfach die Atmosphäre ist richtig gut. Wollen wir? Ja. Und go. Das ist ein bisschen so vergleichbar vielleicht mit eben so hier Dark Pictures oder Quarry oder genau. Sowas. Weil das genau, geht ja. In der Art. Ah ja. Ja. Okay, cool. Cool, 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 cool. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier wirklich irgendwie eine Stelle zum Tauchen finden. Ja, ganz nice. Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass die Höhle so lang war. Nicht, dass wir einfach wieder irgendwo rauskommen. Das war aber auch nicht die Höhle, wo am Ende die Seil, das Seildingens lag, ne? Wo wir dann bei uns quasi rauskamen. Hm. Ja.
Aber ich erinnere mich auch nicht, dass wir bei der Höhle irgendwie umgedreht wären, weil wir nicht weitergekommen sind. Ich glaube, hier lag das Seilding oder sowas. Hier ist eine Sackgasse, aber da vorne war, glaube ich, noch ein Weg. Ja. Dann war hier wohl nichts zum Tauchen. Dann müssen wir vielleicht wirklich nochmal auf die ganz andere Seite vom Berg, oder? Ich weiß auch nicht, ob bei uns noch Höhlen, Babys noch Höhlen waren. Natürlich, ja, ist natürlich blöd, dass wir das Tauchgerät so spät erst gefunden haben. Ja, also wenn man da am Strand startet, dann hat man es ja quasi sofort. Ja. Hä, wartet mal. Ja? Hier gibt es zwei Wege. Ja, da auch? Ah, ist das vielleicht da, wo wir vorhin waren, Lucy? Nicht. Nee. Sieht aus, könnte man hier runterrutschen und der eine ist so komisch verschleimt. Lol. Ach so. Hier. Ja, warte. Na, also wenn du jetzt hier geradeaus gehst, dann ist Sackgasse irgendwann. Hier ist, genau. Ach, ihr seid jetzt in dem zweiten schon. Genau. Genau. Ja. Ah, okay, okay, okay. Aber hier vorne war auch Wasser. Ich aber dann müssen wir uns die Höhle wirklich wieder mit so einem Wagen markieren, ja, ne? Dass wir ja schon eben fertig sind. Finger verletzt. Oh, hier ist noch ein Finger. Ja, hier auch. Kommt zu euch. Das ist sicherer. Au. In deinen Arsch. Der ist tot. Alter, geschlachtet. Den Jungen. Das sind meine Babys. Baby! Lummi-Babys. Es versteckt sich. Alter, noch ein Philipp, Junge. Was? Was ist denn hier unten für eine Party? Oh. Ja, diese aufgeladenen Schläge, ne? Und ja. Der mich krass. Die Babys. Okay, welchen gönnen wir uns? Ich hab Angst, wenn wir den da looten, dass wir da reinbacken. Ja. Lass mal probieren. Okay. Gucken, was passiert. Kommt ihr alle ran? Ja. Und go. Oh Gott. Oh Gott. Bitte dich. Bitte dich. Okay. Okay, hat funktioniert. Wunderbar. Den ist hier noch einer? Ja. Und go. Was mit dem gleichzeitig looten ist echt nice. Ja. Ich meine, ist ja auch voll unrealistisch, dass wir es nicht alle machen können. Da ist doch genug an dem dran. Ja. Ja, genug Fleisch. Du schlingst ihn so, wie er ist, einfach um dich rum. Mit den Fingern so. Vorne um dich rum. Das ist immer eine Umarmung. Da kannst du dann wie, damit die Rüstung hält, machst du das wie so eine Schnalle. Dann steckst du dann die Finger überall rein. So genau. In die Ohren, in die Nase, dass es einfach hängen bleibt. Genau. Warten wir nicht noch einen dritten? Ja, aber irgendwie habe ich den nicht gefunden. Ah, doch, hier. Nicht fort. Ach, hier. Okay. Und go. Oh. Hier ist kalt und du bist nass. Ja, das ist ein super Spaß. Da ist ja schon wieder einer. Und Babys. Babys. Danke. Alter, oh. Das Baby einfach geköpft. Da ist noch eins. Okay. Tot. Okay.
Aris, du hast schon? Hier hast du noch einen Finger, Philipp. Also. Und go. Ah, Freunde, jetzt kann ich mir endlich wieder einen Kaugummihelm aufsetzen. Der Kaugummihelm, ja, stimmt, ja. Ah. Wieso benutzt du nicht die Goldrüstung? Weil die so gut ist. Die ist so OP. Die, das ist ja langweilig. Ja, ja. Stimmt. Die hat auch gejuckt, als ich die anhatte. So. Ah, es hat ja überall gejuckt. Nicht so schön so, bequem. So richtige Herpesrüstung. Oh. Bist du allergisch auf schlechte Scheißrüstung? Juhu. Oh, sind wir hier vergraben? Nein, lass mich! Oh Gott! Hier sind irgendwie 3, 4 Fred und George. Oh! Alter! Hier sind ganz viele! Ich brauche unbedingt die Shotgun. Ich kümmere mich um den hier. Stirb! Alter, au! Fred Junge. Und George! In den Arsch! Verreckt dran, ey. Tot? Nee, hier sind wir noch nicht. Ja, eklig. Da unten. Wie viele Schläge braucht denn der gerade? So. Okay, jetzt ist er tot. Okay. Und go. Mein Kaugummihelm schon wieder weg. Und dann kommen wir jetzt beim Lager raus, oder wie? Könnte sein, ich weiß es nicht. Wo ist denn der Rest? Hier oben war noch einer. Ach, hier ist auch einer. Okay. Und go. Erst nochmal reinstechen. Nochmal reinpieken. Ja, der ist wirklich tot. Ah. Red and George. Einmal die ganze Familie Weasley. Go. Ja. Da ist der Ron, da ist die Ginny. So. Zack. Ist immer nur so ein bisschen Wasser. Obwohl die Höhle bei unserem Camp, da dürften wir eigentlich nicht rauskommen. Nee, stimmt, da waren wir auch nochmal drin. Aber hier dann wahrscheinlich. Oh, hier haben wir den Ausgang markiert. Shit. Okay, wollen wir kurz pennen? Ja. Oh, ich höre es irgendwie keuchen. Kann ich so weit weg? Oh ja, Philipp. Au! Alter, mach nicht unser Zelt kaputt! Du Arsch! Au! Tot! Und go! So, na dann, schlafen wir mal kurz. Jo, ne, da hinten sind sie schon. Was? Noch mehr? Ja. Alter, die ist aber sofort tot. Ach. Alter, was ist mit ihm denn? Zack. Mann, lass uns doch einfach schlafen. Wir wollen uns doch nur hier in den Schnee legen. Hallo? Oh, nö. Da. Na ja, klar. Seh ihn. Alter, wie viel hält der aus mit seiner scheiß Knochenrüstung? Ja, nimm das, Junge. Oh, der hat Lootbox. Eine Lootbox. Du bist voll. So, jetzt aber. Mann. Ja, wir sind einfach jetzt so krass drauf, na, dass wir die Lootboxen auch gar nicht mehr öffnen. Ja.